euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Und mit diesen Worten... Das Volk bekommt kein Baumaterial. Halt mal die Schnauze jetzt. Und mit diesen Worten heiße ich euch ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anno 1602, meine Lieben. So, momentan sieht es mal gerade nicht so rosig für uns aus, weil... die Versorgung mit Alkohol ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, wir haben jetzt hier ein paar Weingüter nochmal aufgebaut, damit mehr Alkohol abgebaut wird. Weil wir müssen ja praktisch jetzt zwei Inseln versorgen. Wir müssen ja hier noch drei Inseln versorgen. Also das wird nochmal eine kleine Hausnummer werden. So, okay. Wir lassen erstmal so die Insel. Wir konzentrieren uns danach erstmal nur auf die nächste Insel. Das heißt, ich werde mich... Warte mal kurz. Oh, geil, Baumwolle. Sehr schön. Na, ich hoffe, sie konzentrieren, dass wir uns erstmal auf Baumwolle konzentrieren, dass ich die hier abreißen kann. Aber erst einmal müssen wir die Piraten im Griff kriegen. Und wichtig ist, der Alkohol hier, der muss lauern euch auf. Stoffe, Nahrung 80 Tonnen. Na klar. So, okay. Oh, 31 Tonnen. Oh. Sehr schön. Gleich kommen 31 Tonnen an. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Setzt neuen Kurs. Zwei Piratenschiffe. Ja, ich muss jetzt gucken, was ich jetzt als nächstes plane. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wir haben ja hier erst einmal soweit. Alkohol kommt jetzt an. Gut.
Jetzt wird das Spiel wirklich wissen. Kann ja noch mal ein bisschen. Auf jeden Fall noch die Kanonengießerei. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber wir brauchen auch das Erz. Wir brauchen auch die Baumaterialien dafür. Und gerade da sehen wir mal, dass das 6 Tonnen Werkzeug nicht viel ist. Wir brauchen insgesamt, was brauchen wir für die Kanonengießerei? Wir könnten es eigentlich bauen. Aber wir haben kein Eisen. Komm, wir bauen es auf. Wenn wir bloß 1-2 Tonnen Kanonen erstmal bloß produzieren können. Hauptsache ist, wir haben Kanonen. Das ist mir erstmal sehr, sehr wichtig. Schritt 1 ist getan. Alkohol kommt auch langsam hoch. Gut, sehr schön. 21 Tonnen. Gut. Erledigt. Und wenn das hier ein bisschen komisch aussieht jetzt, aber gut, Schwamm drüber. Wir müssen sehen, dass wir den Bereich hier freilassen in den Vulkan, dann würde ich sagen, bauen wir hier denn noch Alkohol an, nachher hinten unten. Das kommt nachher weg, wir werden das nachher importieren. Wenn wir nämlich hier Baumwolle anbauen und Kakao. Setzt neuen Kurs. Alter, saufen die Alkohol. Schiffsreparatur beendet. Die aber auch hier, ey. Nee, ist gerade abgeholt worden. Ich spiele jetzt mal ein bisschen langsamer, weil ich so besser im Blick habe nachher. Setzt neuen Kankerlichten! Fahr doch mal!
setzt die Vorsäge! Wenn ihr habt. Setzt neuen Kurs! So, wenn wir mal jetzt für uns. Steinwege mal bauen. Hier schon herkommen. Nahrung kommt wieder, sehr schön. Stoff, Gott sei Dank. Setzt neuen Kurs. Können wir aber erstmal ein bisschen beschädigen. Und die Norde wollen wir tun. So, okay. Wieder ein bisschen mit Geduld und Spucke, als nachher zu hektisch zu werden. So, okay, die Nahrung haben wir soweit wieder im Griff. Ah, sehr schön. Ein Schiff wurde repariert. Hier müssen wir auch bald was tun für Nahrung. 29 Tonnen, was nimmst du mit? Setzt neuen Kurs. Genau, komm ein bisschen abseits. Danke. Setzt neuen Kurs.
setzt die Vorsegel! Also, wieder einer. Ach du Scheiße. Setzt die Vorsegel! Setzt neuen Kurs! Setzt die Vorsegel! Spawn aber ganz schön. Die spawnen aber ziemlich schnell, die Jungs. Geil. 21 Tonnen Al. Ja, Stoffe kommen. Alkohol geht auch gut. So, ich würde mal sagen, wir bauen erstmal ein paar kleine Kriegsschiffe auf. Weil dann können wir nämlich die Piraten nämlich jetzt immer jagen. Sprich, wir werden jetzt ein paar kleinere Kriegsschiffe jetzt aufbauen. Wir müssen aber natürlich auch darauf achten, auf die Stoffe. Ne? Warte mal, wir bauen mal schnell hier noch mal eine Farm auf. Dann kann ich mir hier ohne was abholen. Wie gesagt, bitte nachher abgerissen. Am Ende fehlt nur, dass wir das schaffen. Setzt neuen Kurs. Ei, ei, Captain! Setzt neuen Kurs. Ei, ei, Captain! Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Naja, und das aus gutem Grund. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ja, ich weiß. Soll ja auch so sein. Als nächstes kommen die Würze dran. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Aber erstmal bauen wir Stoffe an. Tabak werden wir hier anbauen. Ich gucke nachher weg. Die Stadtgröße könnten wir eigentlich so lassen. Oh ja. Ja, die Stadtgröße könnten wir tatsächlich so lassen.
Setzt neuen Kurs. In die Wanten. Anker lichten. Gebt Breitseite. Freibeuter lauern euch auf. Setzt die Vorsegel in die Wand. Oh, die haben ja kaum Bewaffnung, ey. Na, ran da. Setzt die Vorsegel. Komm, jagt den, Junge. Volle Breitseite. Setzt die Vorsegel. Anker lichten. Der hat ja wirklich kaum Bewaffnung, vielleicht nur eine Kanone oder sowas. Alter. Junge. Setzt neuen Kurs. Anker lichten. Volle Breitseite. Oh, schön. Junge, jagt die Ratte da. Gebt Breitseite. In die Wanten! Volle Breitseite! So, komm mal her. Euer Volk wird vom schwarzen Tod dahingerafft. Oh, Scheiße. Haben wir einen Arzt? Gut, dann müssen wir jetzt die Leute abreißen. Das wird nichts. Tut mir leid. Dann müssen wir euch neu bauen. So, okay. Du wolltest jetzt die Kanonen kriegen. Ei, ei, Captain! Schiffsreparatur beendet. Schiffsreparatur ei, ei, beendet. Captain. Hmm.
Oh. So, ich werde mal nochmal ein bisschen Überlänge machen. Wir werden jetzt das Schiff reparieren und danach die Piraten angreifen. Aber jetzt warte ich Speicher ab. Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Also. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, ne? Von Anno 1602, ne? Also, habt noch einen schönen Abend, schönen Tag. Und ich sage Tschüss. Reinhau, meine Lieben. Gesichert.